23. Juni wird hier in der Lanxess Arena hinter mir die Post abgehen, denn dann werden 15.000 Sängerinnen und Sänger in der Arena gemeinsam singen und sich selbst feiern, das Ehrenamt feiern, das Erzbistum Köln feiern, die Musik feiern, denn es ist ein Mitmach-Chor-Festival und ich werde auf der Bühne stehen und gemeinsam mit diesen Sängerinnen und Sängern eine Viertelstunde Programm machen. Und darüber freue ich mich sehr. Und ich habe ja versprochen, dass ich eine kleine Videoserie dazu mache. Wir sind bei Teil 3 der Videoserie. Wie kann ich mich auf so ein Event vorbereiten? Ja, und ich erzähle es immer wieder gerne. Stell dir, egal was es ist, ob es 15.000 sind oder 5 Leute in deinem Meeting oder eine Prüfung oder was auch immer dir gerade Sorge oder Angst macht oder einfach auch nur Lampenfieber, nimm es und stell es dir so vor, wie du es am liebsten hättest. Und dann kommen immer meistens die Antworten, ja, aber wenn es dann doch nicht so eintritt. Meine Erfahrung ist, dass wir im Grunde genommen ja sowieso denken. Wenn du Angst hast oder Sorge hast, dann denkst du Gedanken, die nicht förderlich sind. Also musst du dagegen steuern. Denke Gedanken, die förderlich sind. Stell dir die Situation so, wie du sie haben willst, optimal vor. Jo, ich muss jetzt mal hier ein bisschen mehr in die andere Richtung gehen, dass ich nicht Leute habe, die hinter mir stehen, weil neue Datenschutzverordnung, da darf dann keiner mehr hinter dir stehen, du darfst keinen mehr erkennen. Geht das so? So sollte ich niemanden mehr hinter mir haben, der ins Bild läuft. Also, langer Rede, kurzer Sinn, audiovisualisieren. Langes Wort, aber sehr, sehr effektiv. Ich mache das immer, grundsätzlich, vor allen wichtigen Entscheidungen, selbst vor Telefonaten, vor Vorträgen sowieso, wenn ich auf der Bühne stehe. Ich stelle mir die Situation so vor, wie ich sie haben will. Das optimale Ergebnis. Und ich gehe dann wirklich in dieses Gefühl hinein und stelle mir vor, wie ist es? Wie will ich es haben? Und ich erlebe das sozusagen live. Und das ist ganz wichtig, dass dein Gefühl wirklich auch stimmt. Dass du es dann in der Situation abrufen kannst. Denn deine Gedanken, wie gesagt, machst du dir ohnehin. Und wenn du das Sorgen hast, dann machst du dir ganz viele Gedanken und ganz viele Sorgen. Und dann entsteht, was man ja im psychologischen Sinne die Self-Fulfilling Prophecy nennt, die selbsterfüllende Prophezeiung. Es passiert genau das, was du dir so die ganze Zeit vorgestellt hast. Und das willst du nicht. Deshalb, ich stelle mir vor, wie ich auf der Bühne stehe und wie es alles optimal läuft. Wie ich mit den Menschen, die dort in der Arena, in der Lanxess Arena stehen, 15.000 Leute, agiere, interagiere. Wie es mir Spaß macht, wie Freude entsteht auf beiden Seiten. Denn ich will mich ja nicht selber darstellen, sondern es geht ja darum, dass diese 15.000 Leute eine gute Zeit haben. Denn die wollen wir feiern. Also, denk darüber nach und stell dir die Situation, egal was es ist, was jetzt vor dir steht, eine Prüfung, ein Seminar, ein Workshop, ein normales Meeting, ein Vier-Augen-Gespräch. Stell es dir im Vorfeld so vor, wie du es haben willst. Mein Tipp für dich und für mich. Alles Liebe, dein Thomas Friebel. Ach, und übrigens, du kannst das Event sehen, die Karten sind ausverkauft, aber es gibt einen Livestream und hier ist er. Ich freue mich, wenn du dabei bist, wenn du mich unterstützt, dass du zuschaust, dass du betest, dass du mit deiner Energie auch bei mir bist. Ich danke dir sehr und bei allen 15.000 Sängerinnen und Sängern aus dem Erzbistum unter dem Hashtag einfach himmlisch. Vielen Dank.